Es wäre gut, wir würden an den Abenden, wo wir ankommen, immer irgendwie zwischen 17 und 18 Uhr irgendwo empfangen werden. Also das wäre ein Traum. Und dass man dann auch Statements machen kann. Und wie erfahren Sie die Leute davon, wo ihr ankommt? Auf der Seite unsere-verfassung.de gibt es einen Punkt Aktuelles. Und unter diesem Punkt, da sieht man die Tourdaten. Und da kann man immer gucken. Und wenn man genauere Fragen hat, E-Mail an ralf-büro@gmx.de oder direkt anrufen. Die Daten findet man alle auf der Webseite. Es gibt auch eine Möglichkeit, direkt zu verfolgen, wo wir sind im Internet. So dass man uns immer genau sehen kann, wo wir sind mit Tracking und dazustoßen kann und auch abschätzen kann, wann wir ankommen. Ah, und wenn hier welche dazukommen würden, die würdet ihr auch sofort mitnehmen? Das Wort mit dem Mitnehmen ist jetzt ein bisschen schwierig. Oder die dürfen mitlaufen. Mitlaufen dürfen alle. Ja, mitlaufen dürfen alle. Aber das Wort mit dem Mitnehmen ist deswegen schwierig, weil wir immer für Übernachtungen sorgen müssen. Ja. Und das ist nicht ganz einfach, wenn die sich selber um Übernachtungen kümmern können, gibt es überhaupt keine Probleme. Sonst wird es halt immer ein bisschen problematischer. Aber ausgeschlossen ist auch das nicht. Ah, hier ist noch was ins Werkzeug gehört. Das, was ich hier aufbaue, ist das Gestänge, um das eines Tages mal zu tragen. Und wenn wir es tragen, ist das Gestänge so hergerichtet, dass 8 Leute tragen können.